Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Part der Crystal Randomizer Nuzlocke Challenge. Und wir haben beim letzten Mal leider vergeblich versucht, Entei zu fangen. Wer die Folge nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall nochmal tun, denn es war meiner Meinung nach doch schon recht witzig. Und wir haben dann gegen unseren Rivalen Amöbe gewonnen, der uns natürlich als Schwächling bezeichnet hat, was natürlich nicht stimmt. Und wir haben die drei legendären Katzen-Pokémon gefunden, wobei wir definitiv davon ausgehen können, dass es nicht Raikou, Entei und Suicune sind, sondern es halt gerandomized ist. Ich bin mal gespannt, was es ist. Und wenn euch die Folge gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, wir sind jetzt hier in der Turmruine und Eusine versperrt uns den Weg. Aber bevor wir uns jetzt Eusine widmen, widmen wir uns noch mal kurz unserem recht angeschlagenen Team, nämlich Tizian, dem Tauros auf Level 21 mit Schnapper, Biss, Flammenrad und Angeberei. Dann haben wir unser Starter-Pokémon Monika auf Level 22 mit der Flinkklaue, hat Aquaknarrelblut, Pfund und Schnarcher. Dann haben wir Dennis das Gifloor auf Level 21 mit Zerschneider, Aurorastrahl, Pilzspore und Donnerschlag. Dann haben wir Niklas, das Golbat mit Absorber, Flügelschlag, Aussetzer und Donnerwelle. Tiffany, das Ampharos auf Level 22 mit Fußkick, Stab, Donnerschlag. Richtig, richtig krass. Charme und Stampfer. Einfach Stampfer, damit ich auch noch andere Pokémon angreifen kann. Und natürlich noch Niki, das Morlord mit einem recht überschaubaren Moveset. Auf Level 21 mit Finte, Biss und Geowurf. So, also, ich würde sagen, Eusin, hallo, was. Ich habe hier auch ein Loch gegraben. Ich war geschockt. Suicune rannte an mir vorbei wie ein Blitz. Ja. Direkt vor meinen Augen. 10 Jahre habe ich Suicune verfolgt. Und endlich habe ich es gesehen. Ich bin überwältigt. Daniel, all das verdanke ich dir. Vielen Dank. Ich hörte, dass die legendären Pokémon von Team City Auserwählte testen, indem sie zulassen, dass sie ihnen nahe kommen. Ich begebe mich auf die Suche nach Suicune. Wir müssen uns wieder treffen. Leb wohl. Ja, dann, leb wohl, okay. Von mir aus? Oh cool, wilde Psyana. Ist ja nicht so, dass ich schon längst eins habe, aber okay. Ist ja nicht so, dass ich schon längst eins habe. So, jetzt lass mal eben kurz schauen. Komme ich hier auch ohne. Na, hier brauche ich Stärke. Ew. Okay, Stärke haben wir noch nicht, das kriegen wir erst später. Oh, hallo Natu, aka Mogelbaum, aka. Oh ja, ich bin der Grandmeister. Nee, dann. Oh, 2 Schritte! 2 Schritte und dann direkt wieder. Oh, Fluffeluff. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Absolut gar nicht. Hier hält sich also das Böse auf. Hier hält sich also das Böse auf. Interessant. So, was wir heute auf jeden Fall machen, ist die Arena von Teak City, die durchaus Potenzial hat, ziemlich, ziemlich stark zu sein. Deswegen werde ich, bevor ich jetzt die Arena mache, erstmal hier den Kimono Girls mal eben einen kleinen Besuch abstatten und dort versuchen, ein wenig zu trainieren, vielleicht das ein oder andere Level zu bekommen. Was ich aber vorher mache, ich will erstmal meinen Golbat auf Level 23 bringen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Entwickelt sich ja mein Golbat zu einem X-Bad weiter. Was schon mal ziemlich cool wäre, weil dann habe ich immerhin schon mal ein sehr schnelles Pokémon in meinem Team und das kann auf jeden Fall nicht schaden. Huch. Oh ja, genau. Stimmt, da sind ja auch noch Trainer. Aber ich will jetzt erstmal. Oh wow, hier hält sich also Fluffeluff auch auf. Oh, hallo Dummiesel. Oh, hallo Visor. Okay, es entwickelt sich nicht weiter. Alles klar. Stimmt, ich habe ja auch noch ganz viele Trainer übrig im Nationalpark und dann noch auf der Route, die Zwillinge. Stimmt, die habe ich ja auch noch übrig. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, ich werde jetzt aber erstmal Tizian. Ja, komm, ich setze Tizian nach vorne. Tizian! Wenn Tizian wenigstens mal was weiß ich, Stampfer oder so lernen würde, wäre es richtig cool.
Du hast hübsche Pokémon. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Klar. Klar, darfst du gerne. Preschooler Zoe. Pixie. Okay. Level 20! Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Das kann ein wenig dauern. Schlammbad. Okay, ich muss auswechseln. Ich muss definitiv auf Monika wechseln. Weil... das wird sonst etwas lange dauern. Und darauf habe ich nicht so wirklich Lust, wenn ich jetzt in den nächsten 25 Minuten... 35 Minuten wenigstens bis zum Arena-Leiter kommen will. Pixie setzt Routenschlag ein. Oder Pixie benutzt Routenschlag. Okay, Pixie, du bist extrem bulky. Du sollst dich umbenennen in Bulky und nicht Pixie. Bulksy oder was auch immer. Okay, du machst irgendeine Spiegelcape. Okay. Puh. Kannst du von mir aus gerne weitermachen. Kein Ding. Absolut kein Problem. Bam. Damit wäre Monika jetzt auch auf Level 23. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist... oh, doch noch nicht. Preschooler Zoe wurde besiegt. Oh, du bist sehr stark. Ja, das ist... das bin ich, ja. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Das, habe ich erwartet. Preschooler... Anne. Okay, das ist ein Scaraborn. Das könnte durchaus für Probleme sorgen. Deswegen werde ich jetzt mal sofort direkt mal Niklas reinschicken, weil Spinnennetz. Es ist mir so egal. Ganz ehrlich, es ist mir so egal, weil es ist ein Scaraborn, es ist ein Kampf-Pokémon und es könnte, es hat durchaus Potenzial, Karateschlag zu haben. Und ein Stab-Karateschlag von einem Scaraborn würde wehtun. Sehr wehtun. Und das muss ich mir nicht antun. Oh, beinahe. Fast hätte ich dich gehabt. Nee, eigentlich ja nicht, aber ist ja auch egal. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf? Weißt du, ganz ehrlich, Preschooler... Preschooler Scott. Okay, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, hey, deine Haarspange passt zu deinen wunderschönen Augen. Allerdings, nein, Scott. Ja, du hast eine wunderschöne Haarspange. Ja. Ein Slimog. Ich kann irgendwie nicht wirklich was dagegen tun. Ich schick mal Dennis raus. Level 20 Slimog. Okay. Zaunklinge. Na, das macht nicht viel Schaden. Mehr als ich jetzt dachte, aber mit Pilzbohrer sind wir schon mal dem Problem aus dem Weg gegangen. Und jetzt kann ich schön mit Donnerschlag und Aurora-Strahl. Ich wollte schon sagen, Donnerstrahl und Aurora-Schlag. Wer zur Hölle hupt da? Hallo, es ist Feiertag. Und dann fangen die hier an, laute Geräusche von sich zu geben. Es ist Feiertag! So, Slimog. Oh. Sehr schön. Slimog besiegt. Yay! Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie zwischen den Zähnen, was dann nachher ziemlich peinlich werden könnte. Ich habe nämlich gerade erst gegessen und, deswegen, wenn ich jetzt irgendwas zwischen den Zähnen haben sollte, tut's mir leid. Es ist zwar peinlich, aber es tut mir dann leid. Und dann kommen wir auch direkt schon, jetzt wo ich ja so gerade mal drüber nachdenke, so, was ist denn eigentlich euer Lieblingsessen? Was esst ihr persönlich am liebsten? Preschooler Cammy. Donphan. Würde mich einfach mal interessieren. Ich persönlich bin ja ein Freund der italienischen Küche und liebe Pasta über alles. Muss ich einfach sagen. Also, Zertrümmerer. Ah! Ew. Okay, das wird schon mal nix. Dann schicke ich auch hier wieder Dennis raus.
Aber ja, wie gesagt, ich persönlich stehe übertrieben auf Pasta. Und wenn man... Wenn man mein Herz erobern will, dann auf jeden Fall mit Essen. Auf jeden Fall mit Essen. Ich bin ja sowieso schon fettschwabbelig und unansehnlich, also da kommt es auf die paar Kilo auch nicht mehr an. So, dann haben wir Don von auch besiegt. Nice. Preschooler Cammy besiegt. Du bist stärker, als du aussiehst. Dankeschön. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, dass du dich gut mit Pokémon auskennst. Robin. Okay, Robin ist okay. Ist okay, ist okay. Psyana. Oh, das erste Kimono-Girl, was wirklich eine Evolution benutzt. Okay, mache ich mal mit Tizian bis... Geht. Zornklinge. Ah, geht voll klar. Wenn ich jetzt ein... Ja, komm schon, Flinch. Donnerschock. Uh-oh. Okay, Biss. Okay, komm, schreck zurück. Yes! Tauros hat mal wirklich einen Kampf gewonnen hier in diesem Kimono-Haus. 800 Erfahrungspunkte. Preschooler Robin besiegt. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja, das tue ich. So, und jetzt her mit Surfer. Die Kimono-Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Yay, Surfer! Das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Das ist schön. Dann gucken wir doch mal, wer Surfer denn überhaupt kann. Tauros und... Ah gut, dann bringe ich direkt mal Niki bei. Dann hat Niki mal wenigstens einen guten Step. Zwar ist jetzt der Spezialangriffswert nicht so hoch wie der physische Angriffswert, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss sowieso erstmal Niki dann mal wirklich mal nutzen können. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal eine starke Wasserattacke, das ist schon mal gut. Und ich frage mich, warum Tauros überhaupt Surfer kann. Es ist schön, dass Tauros das kann, allerdings bringt es bei Tauros absolut überhaupt gar nichts. Und ich muss zwischendurch auch mal auf die Uhr gucken, nicht, dass ich dann irgendwie nachher eine Stunde oder so dran bin, weil gleich noch der Livestream kommt und ich dementsprechend auch noch ein kurzes Nickerchen oder so machen will. Deswegen müssen wir uns also ein bisschen noch ranhalten. Hältst du unseren Pokémon stand? Ja, eigentlich schon. Artist Webster. Mit Vulpix. Ah, cool. Vulpix! Level 18. Das ist schon Level 18. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rutenschlag. Ja, gut, komm. Kannst ruhig machen. Ist kein Ding. Jetzt... Nur das Vulpix darf jetzt nicht Dreifach-Kick oder so haben. Ice-Heap, ja, das geht auch voll klar. Ist plötzlich auf einmal so ein Alola-Vulpix, das jetzt auch Eisattacken beherrscht. Wurde von Schnapper erlöst. Ew, nein. Los, Tauros, schnapp es dir! Schnapper ist dir! Level 23 für Tizian. Es lernt wieder nichts Neues. Smogon! Dennis! Du bist dran! Dennis! Ich denke, mit Donnerschlag sollte ich auf jeden Fall eine Menge Schaden anrichten. Okay, du leuchtest. Erzeugt einen Wirbelwind. Wie zur Hölle will Smogon einen Wirbelwind erzeugen?
Hast du jetzt plötzlich Erik Wirbelsturm oder was? Kusilla. Oh nein, ich will nicht Kusilla besiegen. Nein. Egal, wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Los, Niki. Das ist jetzt deine Aufgabe. Kusilla. Aber irgendwie guckt Kusilla ganz böse. Ach, Kusilla beißt mich. Ah, du also auch. Mal gucken, wer hier den besseren Biss hat. Synthese. Willst du mich verarschen oder so? Biss. Ew. Na, immerhin kann ich jetzt mal Surfer einsetzen. Das ist ja schon mal was. Nein, Kusilla! Funpi. Also bitte. Also, ich möchte ja jetzt nicht in irgendeiner Weise sarkastisch klingen oder so, aber Funpi? Really? Das war nix. Das war absolut überhaupt gar nichts. Das war eine recht dürftige Vorstellung. Und jetzt haben wir noch einen Lampi vor uns. Das einzige Pokémon, das jetzt was dagegen machen kann, ist eigentlich nur Tiffany. Tiffany hat zwar keine Boden- oder Pflanzenattacken, aber Tiffany hat wenigstens einen Stab-Donnerschlag, mit dem ich ihn ganz normal treffe. Klar, ich könnte es auch Stampfer machen lassen. Donnerschlag macht schon eine Menge Schaden. Und Tiffany erreicht Level 23. 23! Artist Webster besiegt. Ah, gut gemacht. Ja, das habe ich. Und wir gehen weiter! Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Brauchst du eigentlich nicht, aber dankeschön. Dancer Marcellus. Schlurp. Schlurp. Okay, ich habe keine lange Zunge, deswegen funktioniert das nicht so krass. Ich mach mal. Ach du Scheiße, ich sehe jetzt erst das, was auf Level 23 ist. Okay. Gegenschlag. Warte, kann Flammenrad überhaupt verbrennen? Ich weiß es gerade absolut nicht. Okay, dass dieses Schlurp jetzt ständig Gegenschlag macht, ist ziemlich kontraproduktiv. Gegenschlag. Muss mal eben kurz gucken. Ach, Gegenschlag. Ich wollte Flammenrad. Ah, ich wollte nicht Gegenschlag. Flammen. Rad. Und kann eine. Ja, hat eine 10% Chance zu verbrennen, aber so wirklich bringen tut mir das jetzt nichts. Deswegen schick mir jetzt einfach mal Niklas rein. Weil ich glaube, wenn jetzt noch ein Gegenschlag kommt und dann noch ein Volltreffer, ist das. Nicht gut für Tauros. Aber Schlurp ist auch so bulky. Und es kann Antikraft. Natürlich. Warum solltest du das auch nicht können? Hör mir auf, ey. Was haben wir denn jetzt noch? Radikal. Ist auch wieder so ein Pokémon. Ja gut, okay, das kann Tiffany machen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist auch wieder so ein Pokémon, was ich eigentlich gar nicht angreifen kann. Weil ich keine Kampfattacken besitze. Aber hey, ich habe hier Tiffany. Und ich bin, was die Level angeht, recht gut dabei. Verdammt gut dabei. Wie will eine Ratte Glut machen? Du würdest dir die Zähne verbrennen.
Zugabe. Ja, ich hätte sowieso jetzt nichts anderes gemacht. Damit wäre wenigstens schon mal das Radikal weg. Was? Ja, du hast richtig gesehen. Allerdings muss ich jetzt erstmal eben das Team heilen. Und auch gleich mal, bevor ich den Arena-Kampf mache, und ich glaube, den kann ich sogar heute noch schaffen. Wenn jetzt nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, kriege ich das sogar noch hin, dass ich es heute schaffen kann. Dann sind wir schon, was das angeht, schon relativ, relativ gut dabei. Oh, da war ich ein bisschen zu schnell. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Ich habe den Frühling mit meinen Pokémon verbracht, dann den Sommer, dann den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Richtig, also wenn ich das jetzt mal so sehe, waren es vielleicht 16 Monate, die ihr zusammen verbracht habt. 17 Monate. 16, 18, was weiß ich. Oh, Lady an Level 25. Okay, das kann Tauros auf jeden Fall alleine handeln. Das kann ich. Doch. Auf jeden Fall. Ledian ist nicht so stark. Okay. Wieso zur Hölle kann das Wortschlag? Moment. Warum kann das Wortschlag? Dankeschön. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, ich denke, überrascht war das ist das richtige Wort dafür. Artist Florentino. Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Ja, das hast du. Ich werde siegen! Brauchst mich ja nicht gleich so anzubrüllen. Mein Gott. Webster. Oh, Fumpy. Mal wieder. 21. Okay. Ich mach mal Schnapper. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass Fumpy Gegenschlag kann. Oh wow, es kann Grimasse. Mensch. Ein Fumpy, das Grimassen schneidet. Das würde ich gerne mal sehen. Es macht Grimasse und ich bin trotzdem noch schneller. Und es macht Sonnentag. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht getan. Los, Tauros, Flammenrad! Werden wenigstens meine Feuerattacken verstärkt. Windhose. Fumpy besiegt. Nidorino. Was machen wir da am besten? Tiffany? Ja, ich schick mal Tiffany raus. Ich kann diesem Nidorino noch nicht ganz vertrauen. Noch nicht wirklich. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kann Doppelkick. Oh wow, es kann Schlitzer. Tiffany macht einiges an Schaden. Schon mal mehr, als ich jetzt gedacht habe. Aber Respekt. Respekt auf jeden Fall. Und ein Goldini. Okay, das ist jetzt absolut überhaupt gar kein Problem. Achso, so ein Kuss und so. Küss mich. Wie will ein Goldini, wie will ein Fisch stampfen? What? So. Damit wäre das auch erledigt. Und Tiffany erreicht Level 24. Wuhu. Nancer Webster wurde besiegt. Ich habe verloren. Ja, das hast du.
Genau das hast du. Und jetzt sind wir auch schon beim Arenaleiter und ich werde mich mit Tränken sowas von eindecken. Warte, wie viele Pokebälle habe ich eigentlich gerade? 23, ja okay, das passt. Das reicht voll und ganz aus. Supertränke sollten auch ausreichen. Und ich hole mir auch mal 10 Superbälle. Und dann nochmal 5 Supertränke. Und nochmal 3 Pokebälle. So, dann sind wir auf jeden Fall, was das Heilen angeht und was eventuelle neue Encounter angeht, recht gut dabei. Puh, okay. Das wird eine harte Arena. Das wird eine sehr harte Arena. Weil ich kann mir schon vorstellen, was das stärkste Pokémon ist. Ich kann es mir schon bildlich vorstellen. Deswegen ist es wichtig, dass wir speichern, weil dann brauche ich den ganzen Kram, den ich jetzt hier gemacht habe, um jetzt hierher zu kommen, nicht nochmal zu machen. Und nur ihr könnt den Spielstand verlieren, wenn ihr nicht speichert. Und das wäre, wie gesagt, recht ärgerlich. Ich würde auch sagen, ich fange mit Morlord an. Und schau mal, was dann passiert. Vielleicht habe ich ja Glück und beginnt schon mit einem Kleinstein oder einem Georock oder so. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig mehr, könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Ich? Nein. Das musst du schon selbst hinbekommen. Writer N. Ein Fleckmon. Das ist jetzt nicht so schlecht. Hätte jetzt schlechter sein können, aber es ist schon auf Level 24. Das ist schon eine harte Nummer. Aber ich denke, Niki kann ordentlich Schaden anrichten. Das ist sehr gut. Das ist verdammt gut. So, damit hätten wir schon mal wenigstens das Fleckmon weg. Und ich habe schon mal einen relativ guten Start hingelegt. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, dass natürlich auch der restliche Kampf recht gut läuft. Ich muss jetzt nicht alles one-hitten oder so, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn das nächste Pokémon auch relativ schnell besiegt werden könnte. Oh, ein Alpollo. Okay, er hat wirklich ein Geist-Pokémon. Das ist krass. Nee, auch hier würde ich jetzt noch sogar Niki drin lassen. 26! Okay, wenn es jetzt nicht gerade Megasauger kann, habe ich Glück. Jetzt muss ich nochmal gucken. 40. Giflor kann keine Unlichtattacke. Golbat auch nicht. Tiffany kann keine. Ja, Tauros. Also ich kann mir aussuchen. Entweder nehme ich Tauros mit Spezialangriff 30 oder halt wirklich Niki mit Spezialangriff 40. Da ist eigentlich klar, was ich nehme. Nein! Es ist kein Gigasauger! Nein! 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 Bitte nicht! Nein! Bitte nicht! Komm! Es ist nicht Zap! 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 Nein, Niki! Nein! Ach Gott, nein! Ah. Niki! Ich hab's geahnt, ich sag doch so. Oh, wenn's jetzt noch nicht gerade Megasauger hat. Nein! Nicht mein Morlord! Oh Gott! Okay. Okay, das wird jetzt ein bisschen krass. Niklas, zeig mal, was du kannst. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es irgendwie Donnerblitz kann oder so. Weil dann habe ich echt ein Problem. Es kann Blizzard! Was ist das für ein Alpollo?
Okay, das macht mir Angst. Oh mein Gott, es hat zweimal mit Blizzard nicht getroffen. Ach du Heilige. Oh Gott. Niklas hat Level 24 erreicht, das ist schon mal nicht schlecht. Nidoking. Genau jetzt könnte ich Niki gebrauchen. Weil Niki hätte mit diesem Nidoking den Boden aufgewischt. Oh Gott, ey. Was mache ich jetzt gegen Nidoking? Ich schick mal Dennis raus. »29!« Oh mein Gott. Sandsturm. Ja gut, es macht mir jetzt nicht so viel aus. Sollte zumindest nicht. Und wenn ich Glück habe, wird der Aurora-Strahl dafür sorgen, dass... Nidoking kann Blizzard! What?! Dennis! Was passiert hier gerade? Wieso kann jedes Pokémon Blizzard? Was soll das? Wieso kann jedes scheiß Pokémon Blizzard? Ach, scheiße, ey. Okay. Das wird hart. Das wird verdammt hart. Es kann Flammenwurf! Wieso kann das Flammenwurf? Nein, ich will nicht meinen Stardust verlieren. Ich will nicht meinen Stardust verlieren. Tut mir leid, Zauros. Das ist kein Flammenwurf! Warum? Okay, ich habe noch Supertränke. Ich habe noch genug Supertränke. Wenn der Sandsturm jetzt vorbei ist, habe ich sogar relativ gute Chancen, wenn ich nicht verbrannt werde. What?! Was ist das? Kannst du vielleicht noch eine Attacke, von der ich wissen müsste? Ah, du kannst Sandsturm, Flammenwurf, Blizzard, Kreuzhieb. Ach du Scheiße, ey. So, der Sandsturm wütet. Ich habe schon mal einmal Charme eingesetzt, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, wenn jetzt nicht gerade irgendwann ein Crit kommt, kann er sich nämlich Kreuzhieb sonst wohin stecken. Okay. Blizzard sollte auch nicht so krassen Damage machen. Es geht, okay. Ach du Scheiße, ey. Holy shit, ey.
Also, ich bin gerade sowas von krass geflasht. Einfach, dass er Attacken kann, die mein ganzes Team vollkommen auseinandernimmt. Oh mein Gott. Ich mach nochmal Charme. Auch wenn es in Bezug auf Flammenwurf und Blizzard nichts bringt, aber wenigstens kann ich Kreuzhieb so ein bisschen schwächen. Ey. Oh mein Gott. So. Das heißt, ich kann jetzt nochmal Stampfer machen. Ich mach Kreuzhieb, okay. Okay, das sollte nicht so viel Schaden machen. Ah! Junge! Oh mein Gott. Ey. Dieses Nidoking, ne? Junge, dieses Nidoking. Okay, kein Crit. Sehr schön, kein Crit. Es kann jetzt nur noch Flammenwurf und Blizzard. Okay, es macht Flammenwurf. Okay. Okay. Flammenwurf macht nicht so viel Schaden. Oh mein Gott. Okay. Wieso mache ich Donnerschlag? Das ist ein verdammtes Boden-Pokémon. Wieso mache ich Donnerschlag? Wollte ich jetzt plötzlich hier einen auf Anime machen? So von wegen, oh mein Gott! Ich muss unbedingt Donnerschlag machen. Weil, naja, Elektrizität halt und so. Dann hätte ich bestimmt auf sein Horn zielen müssen, weil das ja als Blitzableiter dient. Ah, scheiße. Was ist das für eine Folge? Stampfer. Flammenwurf, okay. Wenn es jetzt nicht gerade brennt, hat Ampharos nochmal Glück gehabt. Okay. Das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung. Setzt auch keinen Trank ein, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Kreuzhieb sollte, wenn es jetzt kein Crit ist, nicht viel Schaden machen. Dankeschön. Oh Gott. Ich habe das Nidoking besiegt. Oh mein Gott, ich habe das Nidoking besiegt. Oh mein Gott. Okay, Monika reicht Level 23 und versucht Superzahn zu erlernen. Ja, das ist jetzt mal ein Angriff, der mal wirklich hilfreich ist. Dafür verlerne ich sogar Schnarcher. Weil Schnarcher mir sowieso nichts bringt. Du Scheiße, ey. Igelava. Das muss Tiffany. Tiffany muss das jetzt regeln. Tiffany muss das jetzt einfach regeln. Aber nicht ohne einen Supertrank. Ich wusste, ich brauche Tränke. Ich wusste es einfach. Härtner. Ja gut, das bringt nichts. Das bringt dir absolut überhaupt gar nichts. Sternschauer. Really, Eagle Lover? Really? Oh mein Gott, ich habe den Arena-Leiter besiegt. Aber dann auch wieder mehr schlecht als recht. Oh mein Gott. Okay, Tiffany erreicht Level 25. Ich habe den Arena-Leiter besiegt. Oh. Scheiße. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Aber wenigstens kriege ich 5000 Poké-Dollar. Der Phantomorden.
Ja, mein Mordor und mein Giflor sind auch jetzt Phantome. Durch den Phantommorden gehorchen die Pokémon bis Level 50. Außerdem können Pokémon, die Surfer beherrschen, diesen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Bitte nimm auch dies an. TM30! Yay! Was ist denn TM30? Dann lass doch mal gucken. Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert den Spezialverteidigungswert. Setz ihn ein, wenn er dir gefällt. Ja, ich gucke aber erstmal, was TM30 überhaupt ist. TM30 ist Nacht. Gut. Wisst ihr, und dann habe ich gerade ein Surfer-Pokémon. Und dann kommt mein. Morlord wäre der perfekte Counter gewesen. Aber nein! Plötzlich beherrscht Alpollo Gigasauger und Blizzard! Wie? Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Pokémon ohne Brief bewegen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Damit Morlord. Wo haben wir den Morlord? Da. Gucken. Okay. So. Und dann nehme ich noch Dennis. Es tut mir so leid, Dennis. Es tut mir so leid, Giflor. Egal. Dann könnt ihr beim jetzt fürs nächste Mal ebenfalls entscheiden. Schreibt mir das auch mal direkt mit eurem eigentlichen Kommentar zur Frage des Tages auch mal direkt in die in den Kommentar mit rein. Welches Pokémon denn ins Team kommen soll? Ich werde nochmal kurz hier alle einblenden. Ihr könnt auch gerne eben pausieren, so für die paar Sekunden. Oh, es trägt ein Vollriegel für ein Item. Ein Protein. Nicht schlecht. Sonst noch ein Pokémon mit einem Item? Nein. Okay, also wie gesagt, ihr entscheidet, welche Pokémon jetzt ins Team kommen. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder zur neuen Folge von Kristall. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also macht's gut, haut rein und... Nein, ich komme nicht mit. Und ciao.